Hallo, herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Vintage Story. Wir sind Story. Keine da, soweit ich sehe hier. So. Ich habe das Gewächshaus in der Zwischenzeit ein bisschen umgebaut. Also so ein grauer Wolf, wenn so grau ist, ist so? Scheiße. Ja. Genau, dann hier hinten, das haben wir ja gemeinsam noch gemacht letztes Mal, haben wir die Bienen. Dann habe ich mal die Wand hier ein bisschen anders realisiert und zwar so. Die müssen ja auch nicht, die dürfen ja auch nicht raufkommen normalerweise. Ja. So, dann haben wir nicht so eine ekelhafte Dirtwand hier. Hm? Was ist los? Nur keine Bienen drin, okay. Nee, können gar nicht. Wir müssen die erst holen, mindestens einmal. Das Problem ist, die werden jetzt nicht fliegen, weil es Winter ist. Wir müssen die im Sommer dann holen. Ja, lauf mal los. Meinetwegen. Yeah. Let's go. Lachssamen brauchen wir auch mal irgendwann, gell? Hä? Lachssamen. Wir haben schon Flachs, Leads. Und Erdnuss, aber wir können gern mehr brauchen, ja. Also wenn wir welche finden, nehmen wir welche mit. Was für Dinger? Ja, was für Dinger? Bubenacher. Ja, sehe. Rein da ins Getümmel. Nee, habe ich Bebo. Oh, hier wäre wieder Lachs. Ah, da unten, ich wollte Richtung Blei mal gehen, um vielleicht welches zu holen. Doch. Was haben wir hier eigentlich? Claystone Gravel, okay. Kein Bock? Hier. Oh, hier Blümchen. Wir könnten ein paar Blümchen schon mal mitnehmen für die Bienen, wenn wir schon mal da sind. Ach du, schau grad mal, was ich meinte. Okay. Paprika gibt's nämlich auch noch, deswegen. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Blumen brauchen denn die Bienen? Ich habe keine Ahnung. Eine Ahnung, weiß es. Da andere ist ein riesen Bienenfeld, riesen Blumenfeld. Oh, Rye? Ja, ich weiß nicht. Ah, ich nehme das mal nicht mit. Wir haben Rye, glaube ich, genügend. Ja, das finde ich auch bei uns näher. Die Bücher müssen wir mal anschauen. Das sind nämlich teilweise auch hier. An irgend so Büste, wo wir brauchen zum Kochen. Hab nämlich gesehen, da gibt's auch nochmal Busch. Erdnüsse wachsen oder irgend so am Busch und da muss man mal die Büsche anschauen. Sind außergrünlich. Was ist denn eigentlich dein Ding, wo du hin willst? Dumme Frage. Da hinten rum, okay. Ja, die Richtung. Oh, ist sechs da oben schönes. So. Das müsste doch reichen, oder? Hier noch ein bisschen was mitnehmen, so. Okay. Oh. Ah, da haben wir genügend rumstehen. Kann eine Reibe rüber mit der Sack dazu? Eine Rübe? Reibe rüben vor allem. Reib. Okay. Ist doch gut. Eigentlich. Keine Ahnung, wo du bist. Schau wieder. Mach du den Stahl lang. Okay. Ja, links rum. Aber hier jetzt wieder Dings, die du dir anschaue hier. Was ist das? Lachs. Oh, cool. Daisy, nimm mal mit. Gänseblümchen. Glaube ich. Wolf.
Du hörst einen Wolf? Ein Wolf gerade. Karotten. Das hier ist aber auch. Ah, Claystone, okay. Claystone. Totenstein. Oh ja, in dem Gebiet rennen ja öfters Wölfe rum. Warte mal, hier haben wir Wachs da? Zum Beispiel. Hier haben wir Wachs. Oh, warte mal hier. Ach, scheiße, ja, kein Loch drin. Schade. Wenn ich ein Loch drin habe, hier drinnen, hier zum Beispiel. Ah, da ist Resin. Wenn es hier drinnen ein Loch wäre, wäre Bienen drinnen. Ist ein Bienennest drinnen hier. Wo drinnen? Wo lockt mich? Hier so, ein Baumstamm mit dem Loch. Hier bitte, so. Ist ein Bienennest drinnen. Okay. Kann man jetzt echt so rennen? Hier müssen wir aufpassen. Hier können Wölfe sein in dem scheiß Gebiet. Ja, die können überall sein. Ja, aber hier sind sie ab und zu unterm Baum direkt. Drecksfieger. Und da ist noch was ich mitnehmen will. Da auch noch. Oh, da hinten ist da drüben ist eine Reunion oder so, ja, ne? Ja, klar, will ich gerade hin. Weiß nicht, ob ich da schon war oder nicht. Oh, ich glaube nicht, ich kenne die nicht. Nein, hier war ich noch nicht. Definitiv nicht. Food. Okay. Essen. Kaputtmacher. Essen. Was war drin? Essen. Was war drin? Roggenkorn. Okay. Dinger sind auch versteckt, gell? Die müsste es komplett abbauen, alles hier. Naja, weiter geht's. Immerhin Roggenkorn unterwegs zum Essen. Aber egal. Naja, ein paar Körner essen, ja genau. Auch egal. Müsli machen. Geht auch. Hinter dir, neben dir. Ah, und hier war das Blei irgendwo. Ja, hier. Ah, genau. Nehme ich mal was mit davon. Beziehungsweise wir könnten hier mal graben vielleicht auch, wenn wir schon mal da sind, oder? Oh, hier ist noch Kupfer auch noch. Ja, bei Kupfer muss ich aber auf jeden Fall graben. Da geht ja kein Weg dran vorbei. Kennst dich aus, oder? Oh. Oh, das verhält sich ganz anders. Okay. Ja, hab ich ja gleich reingegraben. Ah, hier ist auf jeden Fall Blei. Oh oh. So. Ich habe jetzt die Befürchtung, wenn ich jetzt hier was abbaue, dass alles hier runterkommt. Wir müssen das, glaube ich, von oben abbauen. Ja, genau, der ist hier. Ja, sag ich. Bleib, doch. Geh mal da weg, da unten. Mal. Aber hier war auch Kupfer, also müsste doch hier eigentlich auch Kupfer sein, oder nicht? Ja. Oh ja, da. Oh! 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 Ja. Das
So, kommen wir da jetzt runter, ohne dass wir uns alles brechen? Hab ich doch mal Kies von Oberform, genau deswegen. Okay. Eine Höhle, okay. Ja. War noch nie in einer Höhle. Ah, könnte ein bisschen gefährlich sein, mal gucken. Das ist ja super, den kann man ja toll platzieren, den Kies. Ich glaube, mit Blei reicht es erstmal, was ich jetzt mit habe. Oh, cool. Habe ich nicht hier irgendwo Kupfer gesehen? Hier unten habe ich das verschüttet wahrscheinlich. Ja, hier ist noch was anderes. Was ist das? Feuerstein, ein Tonstein. Ah, hier Kupfer. Okay, ich muss irgendwas loswerden. Aha, aber was? Hast du Platz im Inventar? Ja, ich habe Platz. Tonstein brauchen wir das, nö. Keine Ahnung. Es ist keine Höhle, es ist nur so ein Gang. Na, ist auch okay. Oh, Wahnsinn. Nö, ist gut was an Kupfer. Sage ich nicht nein, wir brauchen Kupfer. Ja, keine Spitzhacke dabei. Ja, aber ich habe eine, das reicht. Ist ein Inventarslot mehr, den wir frei haben. Ist okay. Aha. Noch mehr Kupfer. Hier ist noch Feuerstein in Tonstein, massig. Ja, weiß ich nicht, soll ich das abbauen? Ja, jetzt wie viel Stack, zu wie viel Stack jetzt Kupfererz, wenn ich das abbaue? Ich weiß es gar nicht. Hört es hier auch mal auf? Ups. Holzhager 8 und da kommt Kies runter. Ja, macht nichts. Ups. Achtung, da kommt noch mal Kies runter, ja. Okay. Hallo, wieso kann ich das nicht aufheben? Ich fühle mich gerade verarscht. Wieso kann ich das nicht aufheben? Was ist das? Block Granit. Granit? Block. Ja. Ertragsarmer Block. Ertragsarmer Block. Ah, okay. 15 Einheiten sind es jeweils. Galena, nicht Granit. Richtig, okay. Und 15 Einheiten Kupfer. Was ist hier noch? Ah, hier ist auch noch. Okay, naja, gut, ja. Hier hinten geht's raus. Da geht's raus? Ja, hier, bei mir. Ah, hier geht's auch raus. Okay. Okay, oh, das ist die nächste Höhle. Uiuiuiui, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, was ist denn das da? Ich muss mal gerade gucken. Haben wir Blöcke dabei zum Bauen? Ich habe nichts zum Bauen. Ist da hinten Feuerstein, habe ich ja gesagt. Ist er da unten auch? Nee, da unten, das ist schwarz. Schwarz. Siehst du das? Das ist schwarz. Ich meine, das da unten, das ganz unten, das ist Quarz. Aber da an der Wand, das ist schwarz. Ein Kohle sein. Huch, was ist da gerade runtergefallen? Rifter, da rennt noch einer. Tatsächlich, da rennt noch einer. Okay, haben wir was zum. Hast du Blöcke zum Bauen da? Ich habe ja gesagt, ich habe Blöcke zum Bauen dabei. Für okay. Nach Unterkunft, hinter dir. Ja, Inventar voll. Ja, wirf halt mal dein Material raus oder irgendwas.
Wie Abikaille. Bis Kohle sein, so wie ich das sehe. Kann sein, also es ist schwarz, also. Habe ich aber noch nie gesehen in dem Spiel. Ist Kohle. Ja, das sieht sehr nach Kohle aus, weil es ein riesen Vorkommen ist. Was ist das ganz unten? Das sieht nach Quarz aus. Wir können ja mal gucken. Das ist Braunkohle. Jo. Aber brauchen wir doch. Weiß ich nicht. Also wir haben haufenweise haufenweise Sachs, andere Kohle. Okay. Aber wenn du Platz im Inventar hast, können wir da ein bisschen was mitnehmen. Ja, kann ein paar Sachen rauswerfen, das wäre es. Ein Problem. Und das da unten müsste eigentlich Quarz sein. Sind die Drifter da tot oder stellen die sich nur tot? Stellen sich, glaube ich, nur tot. Ne, die sind tot. Okay. Ist eigentlich super dämlich, das zu machen. Ich habe eh keinen Platz. Aber wahrscheinlich ist eh nichts drin. Ja, sag ich doch. Okay, so, was ist das hier? Das ist Quarz, dachte ich mir. Oh, und hier ist noch mehr Blei. Okay, das war's. Okay, dann komme ich wieder rauf. Dann können wir uns den Ort hier eigentlich mal mit Blei und Kohle speichern. Hm? Kann man ja. Am besten ist, ich gebe dir irgendwas zurück, zum Beispiel die Baublöcke. Wobei, wir sollten hier vielleicht auch ein bisschen zumachen, dass man hier reinfallen kann oder so, oder? Ich habe hier keine Notunterkunft gebaut. Okay. Auf die Schnelle. Wobei, andererseits, so oft kommen wir hier nicht vorbei und wir wissen es ja, dass... Servus. Werf dir mal deine Baublöcke gerade zu. So, dann gehe ich mal nach Kohle gucken. Oh, Birkensamen. Okay. Woher habe ich den? Was? Woher habe ich jetzt den Birkensamen? Da lag einer rum, deswegen. Das. Da. Okay. Was hat Braunkohle für Schmelztemperatur? 100. Ah, okay, 1100 Grad. Ja, gut. Ja. Könnte mehr sein. Also, meine Holzkohle hat 1300, glaube ich. Ist da schon wieder einer runtergefallen, der jetzt tot ist? Okay. Wo die Drifterfalle hier? Okay, ich habe mal 14 Stück. Ich glaube, das reicht eine Weile. Also ich weiß nicht, 1100 ist halt nicht so viel. Ist auch gefährlich hier, oder? Oh. Ich will meine Gänseblümchen nicht rauswerfen. Ich hätte das nicht mitnehmen sollen. Was wirfst du von oben oder runter? Nix. Jag mich hier mit dem Drifter, wegen deinem Dings kommt sie hier hoch. Wegen deinem Weg. Oh, okay. Achtung, Drifter fliegt runter. Okay, noch einer tot. Ich baue hier den Sand ab, der so übersteht. Steht hier saugefährlich, sag ich doch.
Muss ich machen, wenn ich oben bin. Die Karte lädt wieder nicht. Obwohl er die Minimap rechts oben schon geladen hat. Also verstehe ich gerade nicht, wieso er dann die normale Karte nicht laden kann. Naja, egal. Ah, es wird gerade dunkel, oder? Ja, es wird langsam. Langsam, aber sicher. Okay. Wollen wir dann weiter oder hier bleiben oder wie? Ich habe jetzt hier gerade Unterkunft gebaut, wir können auch kurz hier bleiben. Da beim Bett dabei. Ah, weil das gar nicht da unten ist, sondern hier oben. Geht einer auf. Einfach so lange hier reinkomme. Gibt's das? Nein, gibt's nicht. Ah, das ist aber doch nicht braun. Whatever. Moment, muss umbauen. Aua. Weg da, sorry. Jetzt komm rein. Aber es ist ja erst 16 Uhr irgendwas. Also, ja, selbst wenn jetzt einer schlafen geht, das dauert ja ewig. Weiterlaufen dann. Und dann irgendwo in freier Wildbahn pennen oder was. Wenn wir nichts mehr finden zum Unterstehen. Ja, ich weiß nicht. Wie viel Inventarplatz hast du eigentlich noch? Wenn ich mal ein paar Sachen rauswerfe, mehr. Ohne Sachen rauszuwerfen. Warum? Was willst du mit dem scheiß Stein hier? Okay. Bahn kann ich auch mal wegwerfen, braucht auch kein Mensch. Was? Welche Seeds? Ach. Kohlsamen. Oh, nein. Dann nehme ich die mal lieb. Mal lieber mit. Seeds kann man schon brauchen. Warum wirfst du deine Axt weg oder was da noch? Ja, weil ich die Seeds für Erdfälle finde als eine fast kaputte Axt. Achso, okay. Ich habe halt haufenweise Blümchen mit, also ich, ja, ich müsste eigentlich mal zurück. Ich geh zurück, kannst ja hier bleiben, ne? Okay, und dann komm ich wieder. Ja, mal schauen. Mal schauen, was soll das heißen? Ja, ich kann ja wiederkommen. Ist ja nicht so weit, es geht schon. Oh, was ist denn das hier? Nochmal eine Ruine. Ich habe keinen Platz im Inventar, aber ich glaube, es gibt hier auch gar nichts. Ne? Das sieht nicht so aus. Hier gibt's nichts. Hinter mir was her? Ich habe was platschen gehört hinter mir. Er pennt also immer 7 Stunden, gell? Kann sein, ja. Besonders lange ist es jedenfalls nicht. Ja, klar. Dip, 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 dip. Was haben wir hier? Rye. Also wenn wir Rye brauchen, haben wir genügend. So, ich aber wir haben holen haben. Ha? Bushies. Bist du? Rüben. Jetzt wäre auch geil. Aber kann ich eh nicht mitnehmen, da ist eh egal. Können wir die hier mal aufessen. Die Sarugaru-Frucht. Was für ein Ding? Sarugaru? Saguaro-Frucht. Wächst an einem. Ist Kaktusfrucht. Wächst am Kaktus. Die brauchen wir. Für was? Dann Ananas brauchen wir. Für was? Zum Essen? Neue Sachen zum Anpflanzen? Okay. Termiten sind in der wo es warm ist.
Termitenhügel gibt es nämlich. Das ist Erde, das baut man ab, kriegt man aber Termiten. Okay. An Sojabohnen ist eigentlich auch, wo es warm ist. Braucht man auch zum Kochen. Erdnüsse. Erdnüsse war's. Sieht aus wie ein Bärenbusch. Da muss man sich den Büschel inzwischen anschauen. Paprika gibt's auch. Nochmal Reihe. Reihe gibt's hier überall, habe ich das Gefühl. Aber wir sind fast zu Hause. Juhu. Ah, ich bin gleich zu Hause. Das ist super. Kürbisse gibt's auch, gell? Ja, war zu erwarten. Kürbisse waren eine der ersten Sachen, glaube ich, die es auch in Minecraft gab, oder? Ja. An. Neben Weizen und so. Und Pastinake. Ah, Pastinake. Ich glaube, Rettich, oder? Weißer Rettich. Ist weiß. Okay. Das sind alles noch Sachen, wo man eigentlich alles mal bräuchte zum Kochen und Pipapo. Nehme ich mal Karotte. Übergangsweise hier rein. Einfach nur ins Inventar leer Karotte. Zu bekommen. Scheiße, da gibt's noch mehr. Und das werfe ich auch mal kurz hier mit rein. Weil okay. Das muss ich nicht unbedingt mitnehmen, das hier. Ich keine weiß Ahnung, nicht. Was Kassava ist. Ich nehm's mal mit. Das muss ja noch kuren. Ich weiß es nicht. Dann gibt's so viele Sachen. Ob das besser ist, ob ich es mitnehme oder nicht. Okay, die Kohle lege ich mal auch mit hier rein. Das ist zwar ein bisschen sinnfrei, aber egal. So. Hier, genau. Okay, aber die Braunkohle brennt länger. Interessant. Okay. Und es gibt mehr Hitze, oder? Nein, die Holzkohle bringt mehr Hitze. Okay. Aber die Braunkohle brennt länger. Das ist nicht so schlecht, weil dann können wir damit vielleicht vorheizen und dann die Braunkohle nur Holzkohle nur fürs letzte bisschen nehmen. Da hätte ich mal doch ein bisschen mehr mitnehmen können, aber egal. So. Jetzt, was zu essen könnte ich mitnehmen? Bienen vor Ort, also wäre kein Problem. 19 Uhr. Warten wir noch ein bisschen bis das ist eh leer. Dann nehme ich das hier noch mit. Lässt die 7 Stunden schlafen. Also im Winter ist es länger dunkel. Das jo. Heißt, wann ins Bett? Zu Weihnachten ist Dingens, ne? Ist Sonnenwende ungefähr. Ja, ja. Das heißt, wann ins Bett gehe. Wie viel Uhr haben wir es denn? 20 Uhr? Oh, brauchen wir schon ein bisschen, oder? 10 Uhr, oder? Ja, ich denke 10 frühestens, oder? Ja, ich lauf mal in deine Richtung, also. So. So, und hier sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ist die Hölle los hier?